Einen wunderschönen Servus und guten Tag. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Wir haben hier letztes Mal gestoppt, haben wir hier zwei Kisten geholt gehabt? Ich glaube ja, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass wir fleißig umgebaut hatten. Ich hatte jetzt auch eine längere Aufnahmepause. Und ja, hier haben wir die beiden Kisten. Oh, die müssen wir saven. Genau, ach ja, stimmt. Ich hatte ja hier extra hier hinten, habe ich ja so einen Schutzwall gebaut, in der Hoffnung, dass das funktioniert, dass hier keiner reinrennt. Wir müssen also unbedingt aufpassen, dass, hier keiner reinläuft und die Kisten klaut. So, mit der Steam Engine bin ich, wie gesagt, immer noch nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht doch nochmal abreiße. Aber gut, wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze verhält. So, wie sieht aus? Der Flex hier aus der Vergangenheit hat noch Bandagen und Plates. Wir müssen essen und trinken, sehe ich gerade. Oh, oh. Das heißt, das könnten wir eigentlich mal machen. Dankeschön für Scrap Metal. Holz. Oh ja, er hat die Kisten benannt. Oh, danke, Flexi aus der Vergangenheit. Ich danke dir. Metallbarren, Kupferbarren. Und ja, ich weiß, ich horte. Danke an die Kommentarschreiber. Vielen, vielen Dank. Ja, ich weiß, ich horte. Ich müsste das normalerweise eigentlich, ja, die ganzen Barren vielleicht brennen. Aber man müsste normalerweise eigentlich 4 Metallkisten haben oder vielleicht 6, ich weiß es nicht. Und dann den Rest halt barren und dann und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, wie es ist. Man, kann ich das usen? So, ich use das mal. Wir müssen noch Essen herstellen. Wir haben nicht mehr so viel. Trinken vielleicht auch. So, haben wir denn zum Herstellen was? Oh ja, trinken haben wir. Essen auch. Oh, Paprika, Tomaten. Lecker. Ich weiß, ich horte wie so ein Wahnsinnigen, aber das tut mir leid. Das ist so bei mir angeboren. Ich kann es nicht ändern. Und ich spiele halt so. Wie gesagt, es, ne, muss euch nicht gefallen, ich weiß. Aber ich spiele nun mal so. Klar, ne? Ich reg mich natürlich drüber auf, dass ich keinen Platz habe, tralala. Ja, aber naja, ihr wisst, wie es ist, ne? So, ich würde sagen, wir fahren schon mal langsam weiter. Und ich schnapp mir dann direkt mal hier unser Enterhaken. Und dann sammeln wir weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ein zweites Gleis kriegen werden. Also, dass wir Besuch bekommen. Wie sieht aus? Oh, fertig trinken. Nice. So, warte. Trinken fertig. Können wir da reinpacken. So. Gut. Wir sind gesättigt, gestärkt. Und ich würde sagen, wir sammeln ein paar Items. So. Leder. Geil. Korrekt, Alter. Da sehen meine Augen wieder Holz. Wir müssen wieder ein bisschen was sammeln. Oder sollten wieder ein bisschen was sammeln. Vor allem auch Essen und Trinken ist ganz wichtig. Das haben wir, glaube ich, hatten wir durch die... Was waren das nochmal? Durch irgendwas... Ah ja, durch die Prophezeiung hatten wir doch, glaube ich. Hatten wir mehr Essen und Trinken? Ich weiß es gar nicht mehr. So, warte, ich gucke. Chemikalien nehme ich auch nochmal mit. Oh, Moment. Halt, stopp. Komm her! Willst du mich verarschen? Komm her, Mann! So, können wir nämlich wieder crushen. So, ich will mal einmal anhalten. Ist das die Bremse? Nee. Wo war die Bremse? Wo war die Bremse? Brake, doch. Quietsch! Und zwar können wir... Ja. Noch einmal trinken herstellen. Wo war denn der Crusher? Ach, hier. Bin so doof. So, warte. Genau. Dann crushen wir mal das große Eis. So, bing. Dann können wir das direkt drauflegen jetzt gleich. Ah ja, wir haben mal ein bisschen Kohle auch. Wir könnten theoretischerweise auch gleich Kohle quasi nutzen, da wir ja so viel haben.
So, ich würde mal ein bisschen einsortieren wieder. Dumm, 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 dumm. Metall. Dann Holz. Haben wir Holz schon wieder voll? Wir hatten ja so viel Holz eigentlich verbraucht. Alter, haben wir schon wieder Holz voll? Ah, ich wollte schon gerade sagen. Die sind Gott sei Dank leer. Leder und Chemikalien 1 ist voll. Chemikalien 2 ist auch voll. Leder 1. Leder 2. Ach, guck an. So. Fett, Fett, Zink, Zink. Ja, wir können mal gucken, dass wir die Barren bauen. Die größeren. Wir müssen auch schauen, dass wir den Bauteile, Kohle. Kohle haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Sehe ich gerade. Dass wir. Was wollte ich gesagt haben? Dass wir den Research Table ein bisschen weiter bauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So. Trinken. Müssen Essen auch sammeln. Das ist roh trinken. Das können wir hier reinpacken. Dann haben wir da wieder zwei. Sehr schön. Das wird doch erstmal reichen mit Trinken jetzt hier. Danke. Ich sammle vorne von dem Fridolin. Ist es Fridolin? Fridolin, genau. Von unserem Fridolin auch nochmal Scrap Metal ein. Und dann sortiere ich das ein. Hinten von unserem Friedhelm. Danke. Genau. War gerade überlegen, ob er wirklich Friedhelm heißt, aber ist ja so. So, warte. Trinken fertig. Da, so, zack. Gut. Die Chemikalien, ja, bin ich noch unsicher. Könnte man. Warte mal, hier war doch irgendwo die. Wo war denn? Da. Laboratorium. Hier. Achso, no fuel. Ja, das regeln wir gleich. Warte. Einen Moment. Wo war das Angefangene? Da. Packen wir die viermal da rein. Die können von mir aus da rein. So. 1, 2, 3, 4. Und dann stellen wir hier vom einen her. Dann sind wir die zwei Chemikalien los. Dann packe ich das bei Verbrauchsartikeln rein, weil wenn wir nochmal was brauchen, dann haben wir das auch da. Das ist doch ganz gut. So. Ja, ich weiß nicht, ob es auffällt. Ich denke mal nicht. Und zwar habe ich, es war ja Weihnachten. Und, oh, Tafeln haben wir auch. Und, ja. Wahrscheinlich seid ihr auch fleißig beschenkt worden. Ich wurde auch fleißig beschenkt vom Christkind oder vom Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und, ja, ich habe ein komplettes, ja, Mikrofonsystem bekommen von meiner Freundin. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Ganz, ganz lieben Dank nochmal. Und, weiß gar nicht, ob ich es euch nochmal gesagt habe. Frohes Neues. Das Video ist ja sowieso wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig reingekommen. Und gesund und munter natürlich. Vor allen Dingen, das ist ja das Wichtigste und das A und O. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Wie gesagt, ich habe ein neues Mikrofon bekommen. Und zwar das Wave DX mit dem Wave XLR-System, mit dem Elgato-Mikrofonarm. Also so ein komplettes Roundup-System. Und ja, jetzt habe ich auch ein bisschen, ja, ein vernünftigeres System, wo ich auch ein bisschen viel mehr einstellen kann. Ich höre mich endlich viel, viel besser selber und so. Oder erste Mal auch, dass ich mich selber höre. Das ist, ja, wie soll ich sagen, vorher nie so gewesen. Ich habe mich nie selbst gehört. Deswegen habe ich teilweise auch manchmal wahrscheinlich ins Mikrofon reingeschrien. Weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Aber ja. Es ist auf jeden Fall eine sanftere Stimme, eine klarere, eine kristallklare Stimme, kann man so sagen. Finde ich persönlich. Es gibt nichts über das Rode Mikrofon zu meckern, was ich vorher hatte. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein 1A-Mikrofon gewesen. Ein USB-Mikrofon. Ich hatte ja, wie gesagt, vorher das Rode, wie hieß es denn nochmal? Rode NT, schlag mich tot. Das lief hier über USB. Und was ist das denn? Ich dachte, das wäre ein, so ein Schiff hier. So ein, ich komme nicht drauf. So ein Zeppelin.
Und das Mikrofon. Warte mal. So. Und es war ein USB-Mikrofon. Wie gesagt, ich war da ganz, ganz stolz drüber. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ist auch immer noch ein sehr gutes Mikrofon. Und jetzt bin ich ja quasi umgestiegen auf, durch die Sachen, auf XLR-Mikrofon. Viele Streamer und YouTuber schwören ja auf das Shure SMB. Und zum Vergleich, ja, das Shure SMB kostet jetzt mal so im Vergleich, ich glaube, etwas über 300 Euro. Und dafür kriegst du dann halt nur das Mikrofon und das Wave DX, was ich jetzt hier habe, kostet glaube ich 199 und ja, plus Mikrofonarm, plus das Steuerelement dafür, dann bist du roundabout bei knapp 300 Euro und hast ein komplettes System. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich finde, die Klangqualität ist sehr, sehr geil. Also, muss ich sagen. Oh! Halt, stopp! Oder Moment, ich mach den. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich höre ihn schon! Oh nein! Uah! Ich habe ihn gehört. Wo ist er? Muss mal ein bisschen das bei mir ein bisschen lauter machen. Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, Essen. Moment. Da ist, glaube ich, noch Holz. So, warte. Zack. Nee, aber ich muss sagen, von der Klangqualität her und ist das wirklich sehr, sehr geil. Also hätte ich nicht gedacht. So, wo bist du? Ich höre dich doch. Irgendwo hinterm Stein wartet er. Dieses Kackvieh. Ich hab's gehört, aber ich sehe es noch nicht. Oder ist es bei uns schon dran? Nee. Oder war es Fridolin? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Holz. Ja, und was natürlich mega weird ist und auch immer noch mega... Ja, was immer noch mega weird ist und immer noch... oder, ja, was immer noch mega weird ist und was, woran ich mich erstmal gewöhnen muss, ist tatsächlich die selber hören. Das ist... Oh nein, langsam, slow. Das ist so mega... Mega weird. Weil wenn man das vorher nie hatte, dass man sich selber hört, ist das alles ganz, ganz komisch. Weil man muss das ja so einstellen, dass man sich so ungefähr genau so hört, wie man auch, wenn man normal redet. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Speakers jetzt spielt, also mit Lautsprecher. Dass das einfach das ganz Normalste ist von der Welt, weißt du? So. Und, das ist so weird. Aber es ist angenehmer, weil, wie gesagt, dann brauchst du auch nicht so schreien. Du kannst dich ganz in Ruhe darum bemühen, ja, was du machen möchtest und so. Du brauchst... Huch, irgendwas wird geladen, glaube ich. Ja, du kannst dich aufs Wesentliche konzentrieren. Du brauchst keine Gedanken. Da war Eis. Oh, halt, stopp. So, warte. Na. Und da war Holz. Nehme ich alles mit. Not enough space. Ernsthaft? Uah. Ich muss rein. Uah, es lädt. Hilfe. Nein, du kannst dich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Du brauchst dir dann keine Gedanken machen, ist es zu laut, ist es zu leise, ist es was weiß ich. Sondern kannst alles regeln mit dem Steuerelement, was du hast. Und das ist wirklich sehr, sehr geil und sehr, sehr super. So, Holz, es geht weiter hier. Und wir machen mit Metall hier weiter, die auch voll ist, die Kiste. Metall haben wir gar nicht mehr so viel, ne, oder? Nö, zwei Kisten voll jetzt. Ich habe schon wieder Zink gesammelt. Ich bin so doof. Hm. So, trinken roh. Sehr schön, wird auch wieder voll. Essen roh. Müssen wir auch demnächst was herstellen, ne? Fällt mir gerade ein. Den Zink lasse ich mal irgendwo liegen. Ganz ehrlich, also... Zink schmeiße ich weg, komm.
brauchen wir nicht. So, da essen. An das Trinken komme ich, glaube ich, nicht mehr ran, oder? Ich probiere es mal. Vielleicht, ja, vielleicht doch. Ja, doch. Und an das Holz auch, sehr schön. So, ja. Nee, so viel mal zu dem Thema. Und, ja. Ich hatte jetzt eine längere Aufnahmepause. Und wie sicherlich habt ihr das schon bemerkt, wenn die Folge erscheint, sind zwischendurch auch andere Games erschienen hier auf dem Kanal. Und ich habe ein bisschen vor Weihnachten so ein bisschen im Voraus, ja, was heißt vorproduziert? Ich habe das auch ein bisschen aus dem Stream genommen. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit auch, dadurch, dass ich das einigermaßen hinbekommen habe mit dem Einstellen, kann ich das parallel, während ich streame, auch aufnehmen. Was sehr, sehr gut ist. Damit schlage ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann aufnehmen und gleichzeitig streamen. Das heißt für euch dann, falls ihr was verpasst oder so, für die vielleicht, die keinen Stream gucken auf Twitch, dass ich denen dann vielleicht nichts vorenthalte, dass ich sagen kann, pass auf, hey, ich lade davon ein bisschen was hoch auf YouTube, dann können die sich darüber freuen. Und genau, weil dann aktuell spiele ich ja im Stream auch Callisto-Protokoll. Und da sind jetzt, glaube ich, auch schon die ersten paar Folgen raus. Und genau. So. Aber nichtsdestotrotz kommt natürlich weiterhin hier Survival-mäßig. Ich habe auch ein neues Survival-Game angefangen, was so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein klein bisschen so ein, von der Game-Mechanik her so ein bisschen wie Diablo ist. So von oben drauf, von so einer ISO-Ansicht. Das, ich weiß nicht, ob das schon, wenn das hier kommt, ob das schon raus ist, kann ich gar nicht sagen. Das heißt Lens Island. Ist wirklich ganz witzig. Würde ich auch, glaube ich, noch ein bisschen weiterspielen. Weiß nicht, ob ich das privat mache oder im Stream weiter. Muss ich mal gucken. Wird auf jeden Fall dann weiterhin auch noch auf YouTube erscheinen. Aber ein anderes Survival-Game ist mir ins Auge gefallen, was ich wahrscheinlich als nächstes machen möchte. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier. In diesem Game, in diesem, ja. Und zwar nach Void Train, was dann kommt. Da lasse ich euch noch ein bisschen im Dunkeln. Wir hatten das mal im Stream gespielt, auch ein bisschen weiter schon. Und es gab einige Updates bei dem Spiel. Habe ich gesehen, ich verfolge das ja immer. Und ich wollte da, ich hatte das, glaube ich, im Stream auch nochmal kurz angefangen. Und habe mir aber dann so gedacht, ach komm, das machst du für YouTube. Denn da gab es einige neue Sachen drin und die würde ich gerne dann auch, weil mir hat das echt gefallen, wie ich das im Stream gespielt habe. Und ich würde das gerne im, auf YouTube machen, mit euch zusammen. Und genau. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass das nur ein einziger entwickelt. Und dafür ist das schon sehr, sehr krass. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und was uns da alles so erwartet quasi. Oh, Fireflies. Noch eine Kiste. Alter Schwede, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen was bauen. Ja, wir müssen hier anhalten gleich. Ich guck mal eben, können wir hier noch was sammeln? Oh ja, Essen. Dann kann ich nochmal eben bremsen. Wuhu. Ah, Essen, ja. Ich komme. So, bremsen. Fireflies, wir kommen. Und es sind nicht die Fireflies von The Last of Us. Oh mein Gott, The Last of Us fängt demnächst an. Die Serie, ich bin so gespannt drauf. Auf Max. Heißt es Max? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall das von Sky. So. Da gab gar nichts, okay. Haben wir irgendwas vergessen, übersehen? Ich guck mal eben. War anscheinend nicht. So, wir müssen noch ein bisschen von denen sammeln hier, ne? Das Geile ist ja bei denen hier, bei den Roflinos, oder wie die heißen, die sammeln ja trotzdem, obwohl die Kiste schon zu ist, ne? Das heißt, es geht trotzdem weiter, das finde ich so heftig. Ich frage mich, wenn man, keine Ahnung, ein paar Stunden lang nicht sammelt von denen, was dann wohl da drin ist, dann wird man wahrscheinlich überschlagen. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal, ne? So, dann lass doch mal gucken. Dass wir... Achso, Holz hatten wir voll, ne? Genau. Wir müssen jetzt ein paar Ringe basteln.
Okay, ich wiederhole mich noch einmal. Wir haben genug Metall. So. Also, heißt das für uns, wir essen. Essen fertig, essen roh. Trinken roh. Sehr schön. Wir müssen Ringe. Haben wir Nutzbares? Haben wir einen Container, ne? Tafeln? Ja. Okay, wir haben, glaube ich, keine Ringe mehr, ne? Nee, das heißt, wir müssen Ringe herstellen. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Brauchen wir Barren oder nur Scrap Metal? Workbench 2, wo stellten wir die nochmal her? Workbench 1, ne? Consumables. Barren brauchen wir dafür. Ein Barren gibt 5 Stück. Das heißt, ich würde mal so ein paar bauen. Haben wir noch ein paar Barren? Vielleicht? Nein. Wir haben keine Barren mehr. Wir haben nur Kupferbarren. Deswegen, das heißt, wir können ja mal ein bisschen was brennen, um den gnädigen Zuschauer ein bisschen zu beruhigen, kann ich ein paar Barren herstellen. So, Schmelze 1. Dann machen wir da mal ein paar Barren. Ich glaube, wir müssen ein bisschen was nachlegen gleich.